das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Lasst uns beten. Gott, du Neugeborener, Ewiger, fürchtet euch nicht, immer wieder sagst du das. 366 Mal in der Bibel, für jeden Tag und für einen extra. Mit Engels- und Prophetenzungen, durch Freunde und Nachbarn. Du sagst es den Familien an festlich gedeckte Tische und in stille Zimmer. Fürchtet euch nicht, das sagst du auch den Kranken, in die Pflegestationen, in die Kreissäle und unter die Beatmungsgeräte. Du sagst es im Abstand und in der Sorge, und trotzdem ist die Angst manchmal stärker. In Regierungen und Kirchenvorstände sagst du es, in Streit und Verzweiflung und Bitterkeit. Fürchtet euch nicht. Was für ein Ja, Gott. Besonders nötig war's und ist es, dies fürchte dich nicht. Du sagst es für den Tag und die Nacht bis zum Morgen, denn du weißt, wir fürchten uns. Fürchtet euch nicht, der Engel hat es gesagt. Die Hirten fürchteten sich sehr, aber dann sind sie losgegangen und haben es weitererzählt. Wir erzählen es bis heute. Gott, du Heiliger, wir hören auf die Erzählungen deiner Geburt, kriechen in die Falten vom Mantel deiner Mutter, riechen das Stroh, das die Geschichten dir unterschieben. Du bist da, immer neu, wirst geboren in uns, in dieser wirren Welt, und du bleibst. Gott, du Treuer, wir feiern das immer Gleiche und das immer Neue, in dir, mit dir. Was schwer ist, darf schwer sein und wird leicht. Was auf dem Herzen liegt, hat in deiner Krippe Platz. So soll es sein. So wird es sein. Amen. Und so beten wir gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihm gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Land. Die Botschaft von Weihnachten kann in diesem Jahr auch sein: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir schaffen das. Die Hoffnung hat am Ende Recht behalten. Und die Weihnachtsbotschaft ist, dass Gott in diese Welt kommt, dass er das Licht ist in dieser Welt. Und dass die Finsternis nicht bleiben wird, sondern dass das Licht des Lebens für uns scheint. Wir feiern Weihnachten als das Fest der Lichter in der dunklen Jahreszeit. Und wir zünden Kerzen an oder den Adventskranz, an dem seit Sonntag 4 Kerzen brennen, oder der Weihnachtsbaum mit seinen vielen Lichtern. Das Licht, es ist heute Thema, das Licht, das in unsere Welt kommt. Und so hören wir, was der Prophet Jesaja in seinem 9. Kapitel schreibt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Wir sehen heute ein großes Licht.
Und wir brauchen dieses Licht in diesem Jahr und an diesem Weihnachtsfest noch viel mehr als sonst. So viel bewegt uns in diesen Tagen. Wir machen uns große Gedanken und Sorgen und hoffen, dass alles gut wird. Ja, es wird alles gut, sagt der Prophet Jesaja. Eure Not wird zu Ende gehen. Alles wird gut. Das, was dieses Licht bringt, das soll das Wort Frieden ausdrücken. Frieden, das heißt auf Hebräisch Shalom. Frieden, das meint viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden heißt in diesem wortwörtlichen Sinn, dass es den Menschen gut geht, dass sie gesund sind, dass sie ihr Leben unbeschwert leben können, weil sie alles haben, was sie zum Leben brauchen. Ein Dach über dem Kopf, genügend zu essen und zu trinken, Menschen an der Seite, die mir gut tun und die mich mögen, aber auch eine Aufgabe, eine Herausforderung, dass das Leben sich lohnt. Das, was in diesem Weihnachtsfest gefeiert wird, ist, dass Gott in diese Welt kommt. Als kleines Kind in der Krippe wird er geboren. Und schon dieses kleine Kind, das wissen wir, bringt diesen Frieden in diese Welt und ist das Licht, von dem hier gesprochen wird. Ein Licht, das uns verspricht, unsere Dunkelheit zu erhellen, unsere Angst zu vertreiben und auch Hoffnung und Zuversicht zu gewinnen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht schlecht, dass Jesus als hilfloses Kind in einem Stall geboren wird. Gleich nach der Weihnachtsgeschichte geht die große Flucht vor den Verfolgern. Herodes will alle Kinder töten lassen und die Familie flieht nach Ägypten. Aber vielleicht bringt gerade das ja auch den Weg zum Frieden, weil wir als Menschen nicht ohnmächtig sind, sondern weil wir selbst aktiv werden können und helfen können dort, wo Menschen in Not sind und verfolgt werden. Das macht uns stark in dieser Zeit, wo wir oft auch selber ohnmächtig sind. Wenn wir die unterstützen und an die denken, die unsere Hilfe brauchen, dann, ja, dann kann Frieden werden. Aber dazu ist ja das Licht da, weil wir immer wieder scheitern und weil vieles in dieser Welt nicht gelingt. In diesem Licht zeigt sich die große Barmherzigkeit Gottes. In diesem Licht zeigt sich, dass Gott uns liebt. Das Kind in der Krippe, das ist praktisch Gott, dessen Liebe Hand und Fuß bekam. Was ist das für ein Gott, der nicht oben im Himmel bleibt, unendlich weit fern und nur auf uns herunterschaut, sondern der an unserer Seite ist, der uns begleitet, der uns führt und der für uns da ist. Und wenn wir erfahren und spüren, dass Gott uns so liebt und so barmherzig ist, dann ist es auch für uns leichter, mit anderen barmherzig umzugehen. Auch das hilft uns auf dem Weg zum Frieden. Weihnachten zeigt uns, dass unser Gott es gut mit uns meint. Sehr gut sogar. Und weil Jesus, als das Kind in der Krippe schon Geschenke bekam von den heiligen drei Königen, die danach zu dem Kind in der Krippe kamen, machen wir uns auch Geschenke. Und wir machen uns auch Geschenke, wenn wir uns übers Jahr immer wieder auch genervt haben hin und wieder. Wir zeigen, du bist mir wertvoll, ich mag dich, ich will, dass du dich freust.
Aber das ist jetzt alles nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste an Weihnachten ist, Gott ist freundlich zu uns. Das kleine Kind in der Krippe zeigt uns aber auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Es hat über 30 Jahre gedauert, bis dieses kleine Kind, bis Jesus in der Öffentlichkeit gewirkt hat, bis er Menschen um sich gesammelt hat, bis er mit seinen Jüngern durch das Land gezogen ist und den Leuten vom Reich Gottes erzählt hat und er Wunder getan hat, an allen Ecken und Enden Menschen geheilt, Menschen gespeist, ihnen gut getan hat. Ich hoffe nicht, dass es jetzt lange dauern wird, bis wir die Auswirkungen von diesem Licht auch spüren werden. Ich bin mir sicher, dass im nächsten Jahr vieles sich zum Guten wenden wird. Das Licht, das in unsere Finsternis scheint. An diesem Weihnachtsabend wird uns deutlich, all das Elend, all die Not wird ein Ende haben. Und dieses Licht macht uns Hoffnung. Es zeigt uns, da ist jemand an unserer Seite und der hilft uns, auch Geduld zu haben. Der gibt uns Kraft. Der lässt uns ausdauern, damit es dann endlich gut werden kann. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Und über denen, die da wohnen in der Dunkelheit, scheint es hell. Möge dieses Weihnachtslicht eure Dunkelheit erhellen. Möge es euch Kraft schenken für all das Schwere, was jetzt zu tragen ist. Und so ruft uns der Engel auch selbst zu. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, Jesus, der Retter der Welt. Und das ist das Zeichen, das kleine Kind in der Krippe. Möge Jesus euren Alltag hell machen, heute und alle Tage. Amen. Heute alles durch den Kopf geht und was uns bewegt. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, was wir alles erledigt haben, welche Überraschungen uns erwarten. Wir bitten dich, lass uns Ruhe finden bei dir. Kehre du bei uns ein und lass es hier und jetzt Weihnachten werden. Amen. Und so seid gesegnet.
an diesem Weihnachtstag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Thank you.